Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lehrer zockt Savtech Ages. Wir sind dabei, die Mechanical Power zu verbessern und ich habe auch schon einige Ideen dazu. Allerdings funktioniert das noch nicht so, wie ich das gerne möchte, denn es ist jetzt ununterbrochen an. Es gibt die Möglichkeit, das auszustellen über die Gearbox, indem wir ein Redstone-Signal senden. Das haben wir leider im Moment nicht das Material dazu. Ich habe mal einen Button gemacht. Da sieht man, dass das hier aufhört, aber der ist halt nicht konstant. Und ich habe jetzt leider nichts anderes, womit ich ein konstantes Redstone-Signal setzen kann. Jedenfalls habe ich gerade nichts gefunden. Das heißt, wir können das erst machen, wenn wir das haben. Und hier haben wir nämlich sowas wie den Blockdetektor, der würde das machen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier einen Block, die, aber den gibt es halt nicht, ne? Also ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht bauen. So, und deswegen ist es ein bisschen blöd. Ich baue das jetzt eben ab, weil es macht ja Krach. Und dann werden wir weiter in der Reihe hier gehen und das nächste ist den Turning Table Baum. Dafür brauchten wir ja die Säge. So, cool. So, den habe ich schon benutzt hier, um ganz viel Hemp-Fiber zu machen. So, den können wir eigentlich erstmal da dran lassen. Den Button, der hier nützt jetzt gerade nichts. Und hier setzen wir jetzt die Säge dran. Können wir dann einfach, genau, die da dran setzen. Und da haben wir diese Oak Planting Sides und die brauchten wir. Plank Siding, genau, brauchen wir drei Stück von. Das heißt, jetzt war noch ein dran. Zack. Und jetzt haben wir auch welche. Und dann zeige ich euch nochmal. So, wir brauchen nur drei. Den einen werde ich weiterverarbeiten. Daraus kommen dann die hier. Und aus denen kommen diese vier. Und da seht ihr, aus diesen kann man jetzt Gears machen. Sehr genial. Und das ist natürlich ein deutlich günstigeres Rezept als das, was wir da letzte Folge gemacht haben. Okay, einen Button, den packe ich jetzt erstmal hier hin. So. Wooden Gear. Nice. So, was fehlt denn hier noch? Vier Steine. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir den Turntable fertig. So, mit dem Turntable kann man jetzt wohl. Ich muss da erstmal reingucken. Ich kenne das noch nicht. Gibt es ein Interface? Ach. Gibt es ein Interface zu? Nein. Müssen wir mal gucken, wie der funktioniert. Aber ich glaube, der braucht dann auch Mechanical Power. Setze ihn jetzt einfach mal da dran. Ja, jetzt kann man da Dachen mitmachen. Und use the turntable to shape a clay bucket and cook it. Okay. Versuchen wir es mal. Gucken wir mal in das. Ach, was mache ich denn hier? Gucken wir mal in die Rezepte. Also ich muss da einen. Wo ist der Bucket? Eine Unfired Clay Barrel Extension. Okay, wir probieren es mal aus, ja. So, diesen hier. Oh. Ja, da muss ich jetzt zwei von machen. Ich bin mal gespannt. Den muss man da jetzt also draufsetzen. Ach, muss man den vielleicht auch von. Ah, den muss man auch von unten.
Ja, schon klar, schon klar. Oh, das hört sich danach an. Okay, also der ist auch von unten. Jetzt ist er an. Okay, jetzt hört man ihn auch. Ah, das ist das Falsche. Nee, ist das Richtige. Yay! Ein Eimer. Wir haben Eimer. Richtig geil. So. Und diesen Eimer im Kill, ne? Habe ich ja gelesen, aber ich gucke noch mal lieber, auf Nummer sicher zu gehen. Dann kann man auch durch den Ofen jagen, also was, ne? Zack. Das heißt, wir können Wasser transportieren bald. Komm schon. Yes! 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 Yes. Yes. Oh, wir können ihn auch überall hinpacken. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Was kann man denn noch so Schönes mit dem Turntable machen? Ein Crucible? Okay. Blub, blub. Was kann man noch damit machen? Ein Planter. Gucken, was das so ist. Oh, eine Wa was weiß ich. Kenne ich nicht. Okay. Ach, man kann das aus dem auch dem machen. Gut. Schauen wir mal. Wir sind hier durch. Und jetzt können wir Felder machen. Richtige Felder. Wo wir dann vielleicht auch die Bienen mal benutzen können. Ja, und das wäre jetzt so das nächste. Wir sind ja mehr oder weniger kurz vor dem H2. Das dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Den mache ich jetzt auch nochmal fertig. Ach, da kommt schon wieder einer. Guckt euch das an. Ich glaube, ich nehme jetzt. Nein, ich nehme das Schwert. Da habe ich nämlich schon ordentliche Kills drauf gesammelt. 123. Tor. Ach, jetzt wäre kein Platz hier. Zack. So, ich möchte aber gerne das erstmal behalten, weil ich habe mich jetzt ein bisschen daran gewöhnt. So, aber das heißt, jetzt werden Felder erstmal gemacht. Buggy. Da brauchst du ja nicht zugucken. Ich werde jetzt mal gucken, was ich da so Schönes gestalten kann mit. So, ich habe mal angefangen, drei Felder aufzubauen. Und zwar, oh, ich habe Würmchen vergessen. Ja, und diese Felder, da habe ich jetzt die wichtigsten Pflanzen erstmal draufgesetzt. Hier sind Reis und Wheat. Hier sind Kartoffeln und Möhren. Genau. Und da hinten habe ich dieses Hemp jetzt angepflanzt. Ich weiß nicht genau, ob ich das Ganze machen werde oder nur ein Teil. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Pflanzen, aber ich denke, das ist erstmal gut. Ich habe die hier gesplittet, weil ja, ich denke, ich brauche nicht so viel. Wenn man alleine ist, braucht man jetzt nicht so viel von einer Sorte. Vielleicht kann man die irgendwann nochmal verkleinern, die Felder. Und die wichtigsten Aspekte ja aufteilen, dass man mehr oder weniger nicht mehr alles, also so viel von einer Sorte hat. Aber meistens mache ich es so, dass ich eigentlich ein Feld von einer Sorte habe, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Okay, da haben wir noch ein Seed bekommen. Ja, leider ist es so, dass man hier über diesen Zaun drüber laufen kann. Scheiße.
Und genau das ist das Problem. Deswegen habe ich den so ein bisschen weiter weggesetzt. Den Zaun habe ich gefunden. Das ist so ein Rezeptchen, finde ich ganz hübsch. Da sind die beiden Zäune. Ja, kann man mit der Saw machen. Und das habe ich auch mal ausprobiert, aber das ist jetzt nicht so geil. Ja, dann hoffen wir mal, dass das hier schön wächst. Okay. Das heißt, Felder haben wir schon mal abgeerntet. Der nächste Schritt wäre, das da unten zu verbessern. So, Sekunde. So. Also wäre jetzt da unten. Eigentlich wollte ich das hier gerne an einen Haus dran bauen. Da ich das von da hinten eh hier hin holen möchte, ist es vielleicht sogar gar nicht so blöd, ein zweites Haus zu bauen. Jetzt mit den Eimern kann man nämlich auch das Wasser dementsprechend platzieren. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht packe ich das einfach hier an die Seite und lasse hier Wasser runterlaufen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Guck mal, da ist schon wieder einer. So, pass mal auf, ich überlege mir das mal kurz. Ja, was wir dann vielleicht nochmal machen könnten, wäre das hier auszuprobieren. Genau. Hier, den hier. Oh, behave. Ich glaube, wir haben irgendwo. Wo habe ich denn die Bienen? Wo habe ich die Bienen? Und der macht jetzt, der beschleunigt irgendwie so ein bisschen, dass die Pflanzen schneller wachsen. Ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. Und dann kann man da zwei Bienen jetzt reinpacken. Mal gucken. Wie auch immer. Spielt mir jetzt auch keine Rolle, aber ich wollte es einfach mal machen. Es hilft vielleicht, vielleicht auch nicht. Und er macht irgendwie Bienen. Wachs. Schauen wir mal. So. Dann fehlt uns noch. Den Apfel habe ich jetzt schon gemacht. Dann fehlt uns noch hier dieses Ding. Plumpline. Schauen wir mal, was die so kostet. Ein Rock ist jetzt nicht das Problem. String und eine Spindel. Okay. String. Ein Rock haben wir, glaube ich, hier. Okay. Dann brauchen wir ein, zwei davon. Dann machen wir zwei davon. Und dann machen wir das fertig. So, haben wir den auch. Damit kann ich jetzt die Y-Höhe, ne? Messen. Auch nicht schlecht. Kann man in den Rucksack tun. Das war einmal ein Rucksack. Wieso? Ach, die Spindel ist übrig geblieben. Na, von mir aus. So. Packen wir da rein. Ich komme mal wieder wegpacken. Hier, dieser Channel, ey. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll. Interessiert mich jetzt nicht so wirklich, aber irgendwann mache ich den vielleicht. Naja. Okay, als nächstes ist. Parchment. Mulberry Trees, hä? Okay. Also Washi. Und da brauchen wir Mulberry Sheet und das muss man pressen. Mulberry Sheet kriegt man aus Mulberry Pulp. Und Mulberry, ach Gott, kriegt man von Drying Rack Soaked Mulberry Bark. Und das kriegt man aus Mulberry Bark. Muss man mit Wasser zusammenpacken. Oder noch besser hier. Und Mulberry Bark kriegt man, ne, aus der Säge. Ah, jetzt kann man das auch in der Säge reinpacken, ja. Aus Mulberry Wood.
Mulberry habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Oder ich habe es jedenfalls nicht mitgenommen. Kaffee muss ich auch vielleicht irgendwann nochmal anbauen. Canola. Ja. Ja, also muss ich jetzt irgendwie Mulberry finden als nächstes. Es ist immer so die Entscheidung zwischen, okay, gucke ich jetzt, dass ich das hier so ein bisschen mache, ne? Oder gehe ich jetzt in den Erkundung, um diesen Baum zu finden. Okay, wir haben noch ziemlich viel Zeit. Ich würde jetzt sagen, bauen tue ich jetzt nicht. Habe ich jetzt gerade so nicht so einen Bock drauf. Habe jetzt auch hier dieses Feld gemacht. Also gehe ich jetzt erstmal den Mulberry Seed suchen. Kann man da vielleicht irgendwas drüber rausfinden? Sieht nicht so aus. Schauen wir mal, wo der wächst. Ist auf jeden Fall natürlich ein anderer Baum. Ich habe unterschiedlichste Bäume schon gesehen. Hab die aber extra nicht mitgenommen. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel Oliven. Ist gut zu wissen, dass die in der Nähe sind. Da hinten dürften dann auch Oliven sein. Und irgendwelche komischen Viechers, die komische Geräusche machen. Okay, also ich werde jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwo diesen Mulberry-Baum finden. Und wie der dann aussieht, kann man ja nicht wissen. Aber nicht, dass jetzt hier noch plötzlich irgendwas angeschwommen kommt. Da hinten ist nämlich ein Hai, das sieht man schon. Oakwood, ist alles Oakwood. Wahrscheinlich einfach nur ein Herbst, ne? Alles auch gut, ja. So, was haben wir hier? Oliven. Willow, genau. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Jo, ich habe jetzt einen Baum gefunden. Den werde ich jetzt abbauen und dann zurückgehen. Ich musste ganz schön weit laufen, um da anzukommen. Hier ist die Base und hier ist es. So, ich baue den jetzt erstmal ab und dann laufe ich mit dem Ertrag zurück. So, da sind wir wieder zu Hause in alter Frische. Ist nichts schief gegangen. Ich habe unterwegs noch ein bisschen mehr von diesem Mulberry Wood gefunden. Warum auch immer ich auf dem Rückweg mehr finde als auf dem Hinweg. Als kleines Intermezzo, kurze Sache. Ich habe hier so Beeswax gemacht. Das kriegt man dann aus dem Aperiati, wo man von Rustic, die ich vorhin gebaut habe, habe ich ein paar mehr jetzt gebaut. Da kann man mit so einem String eine weiße Candle machen. Ich zeige euch das nochmal kurz. Die hier, ne, die produzieren unheimlich viele Honeycombs und beschleunigen das Wachstum. So steht es jedenfalls dran. Und aus diesen Honeycombs kann man Beewax machen und daraus eine weiße Kerze. Ja, keine Ahnung, was man jetzt damit machen kann. Okay, man kann die, wie ich gesehen habe, aufstellen. Und die brennt auch. Ja, ist vielleicht so eine Art Torch, ne? Vielleicht ganz witzig. Okay. Kommen wir hierzu. Das müssen wir am besten hiermit bearbeiten. Denn dann kriegen wir das Bark raus, was wir brauchen. Holz und Sawdust. Wenn ich jetzt nochmal gucke. Dann kriegt man dieses Bark eigentlich nur daraus. Ja. Okay. Also normalerweise kann man das ja, theoretisch kann man das mit anderem Holz hier bearbeiten. Aber das geht nicht. Also man muss es in der Säge tatsächlich machen. Gut zu wissen. Kriegt man dann noch Sawdust raus. Kann man auch noch später weiterverarbeiten. So, wir brauchen auch 16. Die werde ich mal eben verarbeiten. So, es ging schnell. Jetzt müssen wir 4 Stück da rein tun. Mein Lieblingsgegenstand, der Eimer. Und dann kann man. Brauche ich eine freie Hand?
Umrühren. Dreimal, denke ich mal. Jupp. Da kommen dann die Dinger raus und die müssen wir zum Trocknen aufhängen. So, und wenn man die aufgehangen hat. Nee, Quatsch. Verfolgen wir mal den Weg. Dann kriegt man diese hier raus. Und dann brauchen wir 4 Stück davon. Und dann kriegt man das da raus. Und das muss man dann in die Presse packen. Und dann brauchen wir 4 von denen. Naja, dann müssen wir das als Return damit machen. Ja, ich sehe schon. Okay. Ja, das werde ich jetzt mal gemütlich machen. Ne? Ja, ihr seht, auch deutlich mehr Platz. Aber nicht diesmal. Ich muss ja nicht alles voll machen, das ist ja ein bisschen absurd. Also dieses Ding hier ist schön effektiv. Da kann man dann mehrere Sachen mit einem Wasser machen. Sonst muss man ein Wasser ein Bark machen. Das ist natürlich so besser. Okay. Vielleicht hänge ich da doch ein bisschen mehr die Rex, die Rhino Rex hin. Ich glaube, sie sind doch nicht so teuer, ne? Einfach diese hier, ne? Ah. Genau. Dann machen wir noch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist ja ganz schön lange hängen, ne? So. Wo müssen die denn da hängen? Kann man doch bestimmt sehen. 2 Minuten. Alter. Ah ja, da sind die 2 Minuten oben. Okay, da müsst ihr jetzt nicht mal zugucken und warten. Okay, wir sind jetzt soweit. Irgendwann habe ich mich mal versprochen und sagt, das sind Möwen. Die hören sich ganz ehrlich so an wie Möwen, ne? Obwohl es Adler sein sollen. Ich finde, die hören sich an wie Möwen. Kann man auch ein S vormachen, dann heißen sie Ziegel. So, wir haben jetzt alles fertig. Wir müssen jetzt prinzipiell nur noch hieraus diesen Sheet machen. Ja. Und dann versuche ich mal hier erstmal zur Türe zu kommen. Gar nicht so leicht. So. Und dann irgendwie jetzt hier ein Schaf reingekommen. Keine Ahnung. So, und dann gehen wir rüber. Jetzt kommt das Ganze in die Presse. Langsamer werden hier. Und dann, wenn das in der Presse war, ja, haben wir das hier. Dieses Washi. Washi, Washi. Und aus dem Washi kann man das Pergament machen. Und aus dem dann das Buch. Das Astro Tome. Sehr gut. Und das warten wir jetzt mal eben ab. So, da sind wir fertig. Ich habe ja noch Ground Resin gemacht. Das ist mir gerade mal aufgefallen irgendwann. So, scheiß Tiere sind zu laut. So, jetzt können wir aus dem hier das Papier machen. Nice. Ich habe übrigens den Channel doch gemacht. Aber ich werde den im. Ich habe doch keinen Grund, warum ich den benutzen sollte. So, und jetzt sind wir aber fast durch, ne? Jetzt brauchen wir nur noch den hier. Das heißt. Dieses Plant Close habe ich schon mal gemacht. Das sind einfach Plant Twine Nummer 9. So, perfekt. Und jetzt kommt Complete the Ritual to transform a crafting table into the Luminous Crafting Table. Okay, Ritual. Ritual. Ew. Das ist auf jeden Fall schick gemacht, ne? Research können wir nicht machen. Gut.
Das ist auf jeden Fall fertig. Jetzt müssen wir ein Ritual machen. Ich habe schon die Befürchtung, dass das hier mit dem Necromonicum gemacht werden muss. Das müssen wir jetzt mal kurz studieren. Ja. Die habe ich kurz aufgehoben. Zack. Ich habe auch jede Menge andere Hölzer gefunden, die habe ich einfach mitgenommen. Tigerwood, keine Ahnung, Ironwood, Silverbell, Maple. Ich habe schon ein paar da hinten gepflanzt. So, haben wir das. Necromonicum da. Dann schauen wir mal, ob wir das Ritual finden. Nee, das ist nicht. Nein, 9999. Physics Scroll, da haben wir es. Ja, tatsächlich. Hier Aquamarine. Reinforced Slate, 2 Stück. Ein Crafting Table in der Mitte. Und irgendein Marble. Okay. Chisel Marble. Zwei Marble. 1, 2, 3, 4 Aquamarine. So, und das heißt, wir brauchen diese Reinforced. Tier 2 haben wir. Und da brauchen wir einfach eine Blank Slate und das ist einfach Stone, also 2 Stones. Und dann muss man sich wieder selber wehtun. Wo ist es? Da. Das heißt, wir brauchen wieder Essen. So. Da habe ich ein paar Bäume gepflanzt, genau. So. Ah, das kann man direkt einfach drauf lassen, ne? Kurz warten. Ich weiß nicht, wie lange der braucht. Man kann auch so schlecht sehen, wie viel da drin ist. Ich kann mal wegpacken. Reinforced Slate haben wir. Ich hoffe, das reicht jetzt. Mal ein bisschen rein. Das hat gepasst. Okay. Jetzt müssen wir es aufbauen. Ein bisschen Loch. Naja, ist auch egal. Okay, Crafting Table. In die Mitte. Aquamarin dahin, 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 dahin. Marble dahin, dahin. Und die Reinforced, die waren oben und unten. Kurz nachschlagen. Ja. Perfekt, 1000 haben wir auch. Perfekt. Aha. Herzlichen Glückwunsch. Link to the Stars. Stage 2 komplett. Stage 3. Oh, was sehen meine hübschen Augen da? Oh nice. Großes Military, ja? Richtig nice. Now we are talking. Ja. Eisen, Gold, Market haben wir schon. Ha. Ja, die große Smeltery wird dieses Mal kommen.
Und Eisen und Gold als neues Erz. Glas können wir auch endlich machen. Sehr schön. Betweenlands, keine Ahnung, habe ich noch nie mitgespielt. Bin ich mal gespannt. Aber da haben wir ja schon, ja, das haben wir ja schon gefunden. Dann wissen wir schon ungefähr, wo wir hin müssen. Und hier ist Astral Sorcery, ja. Also Astral Sorcery geht dann, also ist der Hauptquest. Twilight Forest, okay, und das ohne Diamanten. Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Okay, an dieser Stelle beendet endlich mal die Episode. Wir haben viel Fortschritt geschafft. Nice, es wird immer besser. Den hier müssen wir jetzt natürlich irgendwo aufstellen. Und ein weiteres Haus wird gebaut, wo ich dann den ganzen Mechanical Quatsch dran packe. Ne, das hier, das sieht ja unten ein bisschen kacke aus. Kommt auf jeden Fall eine zweite Bude, wo wir vielleicht diesen ganzen Stuss hier, den wir hier draußen haben, reinpacken können. So eine kleine Schmiede hatte ich gedacht. Und was wir jetzt vielleicht auch machen können, ist, was ich vorher nicht konnte. Das muss ich mal kurz nachchecken. Ich muss mal kurz von diesem scheiß Viech weg. Ist das hier? Und jetzt kann ich Stonebricks machen. Das war nämlich vorher unfamiliar Item. Das heißt Stonebricks. Nice. Das sieht ja lustig aus. Okay, ein bisschen kann man dann schönere Sachen craften. Da sieht das hier auch ein bisschen besser aus. Das ist so mehr sporadischer Mist. Egal. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.